So, Leute, ich probiere jetzt hier mal so eine neue Kameraeinstellung, ob das jetzt hier so Premium ist. Ich weiß es nicht. Ich muss mich dran gewöhnen, hier in die Linse zu gucken und nicht da in diesen Bildschirm. Auf jeden Fall ist es so, wir fahren in 2 Tagen, ein paar Tage in Urlaub. Es ist alles ein bisschen chaotisch. Also ich bin ja so ein geplanter Mensch und eigentlich würde ich gefühlt schon 2 Wochen vorher Koffer packen. Aber dadurch, dass ich jetzt letzte Woche erst Geburtstag hatte und keine Ahnung, irgendwie alles bei uns so ein bisschen drunter und drüber ist, kam ich schon nicht dazu. Also werde ich das heute machen, beziehungsweise heute anfangen. Für mich sehr spät, weil wie gesagt, es geht eigentlich schon übermorgen los. Und dann gehen wir zusammen hoch und gucken mal nach der Packliste, holen auf jeden Fall mal die Koffer und legen zusammen los, weil heute Mittag habe ich nämlich noch einen Termin, also ich habe auch nicht allzu lange Zeit. Mal gucken, wie lange wir kommen. Und ich hoffe, diese Kameraeinstellung ist jetzt wirklich gut. So, wir testen jetzt mal hier das Ding. Also so, Harrison. Alles klar, Herr Kommissar? So, einmal geht's jetzt hier lang. Die Treppen hoch. Ja, okay. Dann wollen wir das einmal drucken. Müssen wir hier den Drucker anmachen. Drucken. Genau, das ist so das, der Arbeitsplatz vom Doma. Leere Flaschen. Zu mir was sagen, ne? Hier Switch. Da hinten steht die Xbox. Xbox Kühlschrank, der aber nicht angeschlossen ist. Na, ich will ihn jetzt auch nicht aufmachen. So. Jetzt kommt hier das Papierchen raus. Okay, Pack-Checkliste Urlaub. Okay, da steht schon einiges mit drauf. Und hier haben wir auch Finn Harrison. Also guck mal, das war letztes Jahr, ne? 10,4 Kilo hatte er da, war 6 Monate alt. Hat er 600 Gramm Futter gekriegt. Also heute kriegt er durchaus weniger Futter, ist schon ausgewachsen. Ja, nehmen wir mal das Listchen, ne? Und jetzt brauchen wir als erstes mal Koffer. Pack heraus. Hier ist mein stiller Beobachter und Begleiter. Auf Schritt und Tritt, egal wohin ich gehe. Ah, das hier geht auch noch mit. Mein Reiki-Buch, weil da mache ich auch gerade die 21 Tage Abundance-Meditation mit. Und was ist mit dir? So. Ich lege den Koffer zum Packen immer aufs Bett. Zack. Ich kann euch die Koffer auch nur empfehlen. Das sind so American Travel Koffer. Also Doma und ich, wir sind in unserem Leben schon ziemlich viel gereist. Und auch viel Langstreckenflugreise. Also immer einmal im Jahr in die Staaten mindestens. Dann Hawaii, Bahamas, Bali, Thailand, alles mit dabei, Malaysia sowieso. Und gerade wenn man in die USA fährt, hat man oftmals auf dem Rückweg natürlich mehr Gepäck. Hier habe ich auch immer so eine Tüte drin für Schuhe und dreckige Wäsche. So, ihr seht, der Koffer kann man hier so nochmal zumachen. Aber das Ausschlaggebende, also hier auch nochmal so zum Zumachen. Aber das Ausschlaggebende an dem Koffer ist, man kann den verbreitern und das ist wirklich Gold wert. Also hier, seht ihr es? Also hier, ne, ist nochmal so ein, ich weiß nicht, ob ihr seht, so ein doppelter Reißverschluss hier. Ich kann es euch mal draußen bei dem Koffer zeigen. Und, also hier, ne? Und, ne, ich glaube, der hat gar keinen. Nein, das ist jetzt einer, wo keinen hat. Aha. Sicher? Ja. Ach nee, also eigentlich haben wir immer so Koffer, also oben der andere, den ihr gesehen habt, der hat noch so einen doppelten Reißverschluss. Also hier, ihr seht, nee, das sieht man hier nicht, also hier sieht man es, ne? Also hier kann man nochmal aufmachen und dann, seht ihr das, kann man das nochmal so verbreitern. So, also gestern habe ich es dann doch nicht mehr geschafft, aber heute bin ich jetzt schon dran. Also hier habe ich jetzt quasi meine Klamotten schon alle eingepackt. Mein Kissen, weil ich kann nämlich nur mit so einem Kissen schlafen. Deswegen habe ich auch mehrere von diesen Kissen.
Und eins muss natürlich mit. Das sind die Latschen, die ich mitnehme. Ein paar Turnschuhe, die ziehe ich auf die Fahrt an. Und die hier. Ja. Genau, ich habe hier immer, habe ich euch ja gezeigt, so eine Tüte im Koffer. Da kommen die jetzt auch schön rein. Und dann geht's an Domagois Stuff. So, das Köfferchen ist gepackt. Hier sind die Schuhe drin. Und ich habe sogar geschafft, nur einen Koffer zu benutzen. Der zweite kann wieder hoch für alle unsere Klamotten. Und hier sind jetzt die Schuhe drin. Da passt auch noch was rein. Hier ist der Harrison. Jetzt wollen wir aber mal zur Liste gehen. Gucken wir mal. Und dann geht es weiter mit Harrison Supplements und Hygieneartikeln. So. Das hier haben wir alles noch nicht. Hammer, Turnschuhe, Hammer, Sockenhammer, lange Hosen, Strandkleid brauchen wir nicht. Okay, gut. So, also wie gesagt, hier ist jetzt quasi, sind unsere Schuhe drin. Hier passt aber noch Zeug rein. Hier kommt der Elektrokram rein. Das stelle ich jetzt aber mal darüber. Koffer ist wie gesagt fertig. Jetzt gehe ich mal an die Harrison, musst du dich jetzt auf die Tasche hier legen. Jetzt gehe ich mal an die Beauty-Sachen und die packe ich nämlich immer hier in die Tasche. Harrison, seine Tüte muss auch gleich noch mit. Und hier habe ich halt so Kulturbeutel. Die brauche ich auf jeden Fall. So, Zahnbürste. Zahnbürste. So. Machen wir mal Licht. So, manche Sachen nehme ich auch neu mit. Also, einmal auf jeden Fall die Zahnbürste schon mal rein. Ich mache das immer chronologisch, so wie ich mich im Bad fertig mache. Und zwar hier Dusche. Also packe ich alles ein für die Dusche, aber da nehme ich jetzt neue Sachen mit. Die Aloe Liquid Soap und die nehme ich auch mit. Die benutzen wir alle, inklusive Hund. Da wir nicht baden gehen, wird eine auf jeden Fall reichen. So, dann nehme ich mir auch eine neue Zahncreme mit. Ich nehme ein neues Deo mit. Ich nehme auf jeden Fall ein neues First Spray mit. Da brauchen wir jetzt auch nur eins, weil das benutzen wir als Mundspülung. Und das für den Hund einzusprühen nehme ich auch noch mit. Aber für den Körper, für uns brauchen wir jetzt nichts, weil wir nicht schwimmen gehen. Shampoo nehme ich mit. Und Conditioner nehme ich auf jeden Fall mit. So, also kommt dieses ganze Gedönse einmal hier rein. Mitnehme ist Exfoliator, das ist Peeling. Und ich nehme nochmal den Gel Cleanser mit, also für Gesicht zu reinigen extra. Genau, den Ersatz mit. Mache hier auch gleich schon eine Klinge rein. Soll ich nicht was mit Thomas? Schatz, nimmst du deine Rasierer mit? Ja. Nee, ich meine für die Brust zu rasieren. Ja. Den aus dem Bad oder soll ich dir auch einen extra einpacken? Den aus dem Bad. Ich nehme auf jeden Fall Ohrstäbchen mit. Brauche ich definitiv zum Schminken. Aber ich überlege jetzt gerade, ob ich die offene Packung nehme. Nee, die reicht mir nicht. Hier, ich nehme die volle mit. So, Sack rein. Dann nehme ich auf jeden Fall eine Haarspray-Dose mit. Ah, ich nehme eine neue Dose mit. Kommt mit. So, jetzt muss ich mal auf dem Zettelchen gucken. Wir haben Shampoo, Spülzack. So, jetzt haben wir hier die ganzen Cremes. Aber ich glaube, hier nehme ich auch neue Sachen mit. Guckt nicht. So, ich brauche auf jeden Fall Moist, weil damit schminke ich mich ab. Ich brauche auf jeden Fall Propolis, weil das benutzen wir auch für den Kleinen. Ich brauche auf jeden Fall MSM, damit creme ich mir Beine und Arme ein, in Verbindung mit der Cooling, weil es ist so ein bisschen Zellulite vorbeugend. Da nehme ich einen Jelly mit, also wenn wir jetzt wirklich, sag ich mal, baden gehen würden, bräuchte ich davor noch viel, viel mehr, aber wie gesagt, hygienisch baden, von daher reicht eins. Biozellulose wollte ich mir mitnehmen. Das ist ganz erfrischend, wenn man den ganzen Tag so in der Hitze war. Das ist definitely Lips.
Da nehme ich immer mal ein paar mehr mit zum Verschenken. Ja. Gesichtszeug. Also auf jeden Fall die Day Lotion. Die ist nämlich mit UVA und UVB-Schutz. Ich benutze aber auch gern die Moist für im Sommer. Alpha E brauchst du, gell? So. Elfie. Ich überlege, ob ich jetzt noch Day Lotion einpacke, weil die war jetzt schon ziemlich leer. Nur so ein feinen Gedönse mit. Und hier suche ich mir Farbe raus. Also auf jeden Fall unter Überlack. Road habe ich Lust. Jetzt habe ich nämlich gerade das hier drauf. Eine Farbe reicht. Vielleicht mache ich das auch heute noch. Lotion, die habe ich hier hinten. Ja. Die hier. An dem Lavendelöl ist noch gut, das ist Anti-Spinne. Ist da noch genug her? Weil ich habe immer so ein bisschen Panik. Deswegen nehme ich auch einen Diffuser auf jeden Fall mit. Ja. Oh, ich nehme mal die alle mit. Zack. Auch noch hier rein. Meine Schminke. Die brauche ich morgen zwar noch, oder ich packe jetzt alles neu ein, muss ich mal gucken. Also ich nehme auf jeden Fall noch so ein Setting Spray von Benefit mit. Eigentlich benutze ich hier das von MAC, aber ich hatte das mal hier in dieser Sonderbox, deswegen benutze ich das gerade. Das ist nochmal so ein spezielles Abschminkzeug, wenn man so waterproofed Zeug drauf hat. Das hier habe ich im Kalender gehabt von der Sally, das ist irgendwie so, oh, das gehört hier gar nicht, gut. Nee. Das ist so Rosenwasserzeug, aber es geht eigentlich auch. Wie gesagt, eigentlich benutze ich hier diese MAC Sprays, da seht ihr, es sind auch mehrere im Vorrat. So, dann, was haben wir hier Schönes? Kann ich kurz saugen oder vielleicht ist deine Aufnahme? Gleich, also Eyeliner. Weil ich glaube, das mache ich nicht. Jetzt hier rein Föhn habe ich auch noch eingepackt. Das hole ich dann später wieder raus. Und ja, genau. Dann bräuchte ich noch hier, das ist eigentlich so meine geläufige Schminkpaletten, die ich benutze, wenn ich mal was benutze. Hier mein Rougepinsel. Dann habe ich hier so von Benefit auch gerade Rouge. Und hier, das ist Bronzer, glaube ich. Und Highlighter von der Hattie. Das packe ich auch hier rein. Und dann mal sein Zeug packen wir hier noch mit rein. Ist sehr übersichtlich. Können wir jetzt auch schon zum Supplement so ein bisschen. Ja, zwischendrin muss ich auch noch mal gucken, was ich alles bestellen muss. Aber hier haben wir jetzt unser Marine Collagen. Das brauche ich auf jeden Fall. Ha? Rein. Eigentlich fürs Hundefutter. Ich packe jetzt unsere Supplements schon in diese Wochenboxen ab. Da nehme ich euch jetzt nicht mit, weil sonst wird das wirklich zu lange. Aber ich zeige es euch dann danach, weil da nehme ich nicht die ganzen Dosen einzeln mit, sondern wirklich hier schon abgepackt. So, hier habe ich jetzt die Tabletten für die komplette Woche abgepackt, wo wir weg sind. Dann habe ich hier noch von Harrison seine Supplements, die er täglich bekommt. Die habe ich aber alle in eine Dose rein. Also es sind drei verschiedene, also Omega-3, Mineralien und Vitamine, die er bekommt. Die habe ich jetzt hier schon mal drin. Die kommen jetzt hier in diese Kulturbeutel. Zack, mit rein. Dann habe ich unsere Reiseapotheke auf jeden Fall schon mal dabei. Also das hier ist für die Atemwege, falls man so Schnupfen, Halsweh, sowas bekommt. Das ist natürlich das Antibiotika. Und das hier ist das Immunsystem zu stärken. Also das ist quasi unsere Reiseapotheke, aber da kommen gleich noch Globulis mit hinzu. Die Fokus braucht der Dommer auf jeden Fall heute Nacht. Beziehungsweise morgen früh, weil da hat man einfach mehr Konzentration. Die kommen auch mit. Und jetzt hole ich noch die Globuli.
Das ist unsere Globuli Reiseapotheke, die habe ich von unserer Heilpraktikerin, von der Sonja, bekommen. Und da ist eigentlich alles drin, was man so braucht. So, die Aloe muss komplett mit. Ich bin mir jetzt nur nicht sicher, wo ich die reinpacke. So, wobei ich versuche das jetzt gerade mal hier in die Reisetasche zu kriegen. Samt der Schuhe. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier klappt. We give it a try. Ja, so ganz zu geht's nicht, aber ich glaube, es ist auch nicht so wichtig. So. So. Ja, nee, das glaube ich ganz okay. Kann ich die Aloe hier reinpacken? Genau. Dann nehmen wir auf jeden Fall mal noch unseren Tee mit. So, Tee passt auf jeden Fall mal noch hier mit rein. So, Honig passt da rein. Und die beiden Shakebecher auch. So, von der Sohle fülle ich mir jetzt was ab. Da nehme ich ja nur pro Tag einen Esslöffel, also so viel brauche ich da nicht. Ein bisschen was, das reicht. So, und das mache ich jetzt, glaube ich, aber wirklich in die Gefriertruhe und fülle die Sohle auch, glaube ich, nochmal mit Lauretanerwasser auf. So. Das füllen wir jetzt gleich auf. Überlege, ob ich noch ein paar Salzbrocken reinmache, aber das kann ich jetzt auf jeden Fall gut durchziehen. Hier, das ist Lauretana. Ja. So. Hydrogen Bottle brauche ich auf jeden Fall. Brauche ich zwar morgen früh eigentlich nochmal, aber ich mache es jetzt schon mal hier rein, dass ich es nicht vergesse. Milch auf jeden Fall. So, jetzt sind wir am Harrison seine Sachen. Es ist jetzt mittlerweile schon Abend. Oh, diese Etappenpackerei, ich sag's euch. Also hier ist Fleisch von Harrison, das nehme ich mit. Zumindest mal. Messer gefallen. Zumindest mal für übermorgen. Es kommt jetzt in die Kühltruhe. Und wir haben so Hipgläser gekauft. Also normalerweise püriere ich ja Gemüse für den Harrison, aber das habe ich eingefroren und haue das dann immer nach Bedarf auf. Und ja, da das halt mit dem Bio-Hipgläsern einfacher ist und auch, wie sagt man, sicherer, nehme ich die mit und hier in die Kühltruhe kommt jetzt aber sein Fleisch rein. Aber die Hipgläser packe ich auch gleich hier rein. Dann ist es zumindest schon mal fast alles an Essen, was wir für den Harrison brauchen. Genau. Nehmen wir mal die Hipgläser. Also pro Tag isst er dann ein Glas, also ein halbes morgens und ein halbes abends. Und ja, also für morgen früh habe ich eins. Aber ich brauche dann quasi für Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch. Ah ja, also 8 Stück brauchen wir davon. Genau, packe ich jetzt ein. So, ich habe mich vertan. 9 Stück brauchen wir. Wundert euch nicht. Parallel sind wir immer noch am Putzen. Wir waren jetzt zwischendrin im Krankenhaus beim Opa noch. Haben noch beim Opa alle Sachen erledigt. Und ja, jetzt geht's mit dem Packen weiter. So, weiter geht's mit Harrison. Also hier haben wir einmal Womex. Und zwar sind es Globulis, weil manchmal ist im Harrison schlecht und dann bricht er. Also gereizten Magen. Die müssen auf jeden Fall mit. Hier habe ich nochmal Milch, die ich einpacke. Ah ja, was ich definitiv vergessen habe, ist Butter. Ja, ich weiß nicht, was die Butter gerade in Kroatien kostet. Aber das letzte Mal hat die einfach 5 Euro gekostet. Und das muss ja nicht sein. Deswegen kann man solche, sage ich mal, Essentials wie Butter und Milch, weil die vegane Milch kostet irgendwie auch 4, 5 Euro manchmal. Und ich mag nur vegane Milch. Deswegen habe ich hier Lacto-Free für meine Mutter, weil die mag manchmal im Kaffee Milch. Warum auch immer. Und die Butter, genau. Nehmen wir jetzt mit, weil es muss ja nicht sein, dass man da so viel für solche
wie gesagt, Essentials ausgibt. Füttern wir mit Porzellan, aber das letzte Mal ist der Porzellannapf kaputt gegangen, deswegen weiß ich jetzt nicht, fände ich es eigentlich besser, die hier zu nutzen. Wobei ich habe auch Plastiknäpfe. Nee, ich glaube, ich nehme jetzt das mit, das ist am praktischsten. Zahncreme benutzt er dieselbe wie wir, aber das ist seine Zahnbürste. Und ja, hier ist auch seine Krallenschere, Zeckenzange. Zahnbürste kommt da jetzt auch mit rein. Ja, das ist die. Noch ein bisschen. Harry, das mache ich mal raus. Ihr seht, der ganze Corgi-Glitter. Die Fellbürste, die ist super. Kommt natürlich jetzt auch mit. Aber seine Supplements rollen wir immer in die Leberwurst ein und das ist ganz praktisch. Dann nehme ich jetzt mal zwei Tuben mit, dass auch nichts ausgeht. Genau, dann würde ich gerne mit, die habe ich in Kroatien gekauft, die nehme ich nicht mit. Spirulina, das ist gut für den Mundgeruch, aber ich hoffe, dass ich die dort kaufen kann. Handtücher, haben wir natürlich extra Hundehandtücher, das sind bei uns die Grälen. Oh, dann nehme ich es auf jeden Fall mal. Ich habe zwei Stück im Auto. Ja, ich nehme noch zwei. Bevor wir wieder Handtücher kaufen, wie in jedem Urlaub. So, zack. Weiß gar nicht, wo ist deine Gurke? Oh, da liegt die Gurke. Die hat er eigentlich auch ganz gerne. Nehmen wir noch die Gurke mit. Oder sollen wir hier? Ja, ich glaube. Ja, die drei Sachen dürften genügen. Ersatz Halsband mit. Soll ich das Leuchthalsband mitnehmen? Ja, dann machen wir nur ein Ersatzhalsband. Das hier ist das Zeckenspray. Das machen wir aber off. So eine Ikea-Tüte ist am praktischsten dafür. Das wäre eigentlich Hilfe ganz gut. So, ja, du musst ein bisschen so. Ja, so, et voilà.